Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir müssen jetzt wieder an den Orks hier vorbei, irgendwie. Kommen wir hier auch durch? Hier ist auf jeden Fall auch wieder... Ui. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Gut, dass ich zwischen den Aufnahmen gespeichert habe. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja, ich wollte da eigentlich runter. Und wir müssen wieder an den Orks vorbei. Bevor wir aber da durchrennen, trinken wir noch einmal den Trank der Geschwindigkeit. So, hier. Ja. Und wir haben aber auch zum Glück den Teleportstein in die Burg. Genau, das wollte ich trinken. Ja, komm. Los. So. Und los. An den Orks vorbei. So, wir müssen da lang. Das wird jetzt ein... Ah, Moment mal. Das ist ja schon der Außenring, wo unsere alte Hütte und so weiter waren. Die haben das ja alles, die Drachen ja alles niedergebrannt. Alter, wie viele Orks sind das hier? Bitteschön. Die werden wir noch alle früher oder später ausschalten. So, die dürften jetzt nicht mehr hinterherkommen. Gut. Wir rennen aber trotzdem nochmal. Oh, da sind noch mehr Orks. Egal, wir rennen an die trotzdem vorbei. Sobald wir stark genug sind, schalten wir sie alle aus. So. Hier durch. Was war das? Eine Belia-Statue? Ah, das ist die andere Mine. Das war's mit dir, du Mistvieh. Der ist ja immer noch hinter mir, ja? Schon wieder eins von diesen Biestern. Oh oh. Ich glaube, der stirbt jetzt. Der stirbt. Oh oh. Ich renne noch ein bisschen. Hier, du darfst mir auch helfen. Schon wieder eins von diesen Biestern. Wie schnell werde ich die jetzt los? Wenn ich jetzt hier drinne bin? Die kämpfen da vorne. Ich hoffe, die finden mich nicht mehr. Die Orks. Okay, die versuchen schon zu mir zu kommen. Ich renne noch ein bisschen weiter weg. Fellknöterich und Wolfsfell. Hier geht's aber nicht weiter. Gucke mal. Die scheinen weg zu sein. Ja, das nehmen wir alles mit, was er hatte. Aber ein Ork hat er erledigt. Okay, also... Oh. Flügel? Krallen, Knochen eines Goblins, Innostatue. Komm, Endos können wir noch einmal beten, ne? Beten, komm, 100. Nochmal Geschicklichkeit bekommen, na toll. So. Die sind hier alle tot, okay.
Jetzt sind sie wirklich alle tot. Und da war ich jetzt für verantwortlich. Das war Paladinschwert. Ah, warte. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier den ganzen Weg nochmal runtergehen, also beziehungsweise da entlang erstmal über die Brücke, da kommen wir tatsächlich irgendwie zu dem anderen da. Wieder. Ich höre hier einen Gegner, aber ich sehe ihn nicht. Egal, wir gehen hier weiter. Okay, jetzt können wir nicht mehr rennen. So, ist das der Weg, den ich gehen muss? Ja, das ist der. Noch ein schwerer Ast. Da sehe ich noch ein paar Snapper. Ich glaube, das waren Snapper. So, Feuerkraut. Und Butlerfleisch. So, ich hoffe, das ist jetzt wirklich der Weg. Das ist der Weg. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht mit allzu vielen Orks zu tun. Da vorne ist aber ein Beutel, den ich irgendwie übersehen haben soll. Ein Lederbeutel. Und hier haben wir noch ein Kraut. So, jetzt ist die Frage... Wir müssen ja da, wir gehen erstmal hier ganz normal den Weg hier runter. Hier gleich irgendwo rechts abbiegen. Würde ich sagen, da wo Diego war, ungefähr. Da müssen wir nochmal hin. Hier Cavalons alte Hütte. Und dann hier entlang. Heilkraut, nice. Ich höre eine Fleischwanze. Die Fleischwanzen. Was ist denn das da? Speicher einmal. Ich erkenne jetzt nicht, was das für ein Viech ist. Eine Sumpfratte? Was? Was sind bitte Sumpfratten? Geben auf jeden Fall ordentlich Fleisch. Heilkraut. Das lassen wir mal. Sumpfkraut. Sumpfkraut. Nice. Da zwar Blutfliegen, aber auch andere Viecher, mit denen ich nichts zu tun haben will. So. Achso, Fleischwanze können wir ja noch looten. Und hier Butlerfleisch. Ich höre hier wieder Ratten irgendwo. Und noch mehr Fleischwanzen. Jo. Die Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier lebt noch einer. Der hier.
Lauf wieder. Speichern noch einmal. Speichern ist hier mir gerade sehr, sehr wichtig. Und es wird schon wieder dunkel. Na super. Feuerkraut. Komme ich an die vorbei, ohne dass die mich jetzt angreifen? Die Blutfliegen lassen wir in Ruhe. Okay, gut, hier hatten wir die ja mit Diego ausgeschaltet gehabt. Diego wollte ja nicht hier rum. So, genau, hier einfach weiter geradeaus. Was zählt hier jetzt als geradeaus? Da lang? Das zählt als geradeaus. Ich guck noch einmal. Ja, das ist es. Das ist der Weg. So, ich trinke noch mal eben Schluck, solange hier noch Ruhe ist. Okay, wurden zwei Schlücke. Das ist doch... Das ist der alte Ork-Tempel, oder nicht? Die Brücke ist eingestürzt. Interessant. Dann muss es da unten sein, ne? Das nächste Lager. Hier, da sind sie. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Hört zu. Ich weiß nicht, warum Garond mir einen Söldner schickt, aber er wird einen Grund haben. Doch bevor ich dich zurückschicke, wirst du einen Auftrag für mich erledigen. Ach nö. Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Wenn du mich bezahlen kannst, überlege ich es mir. Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern Geschäfte zu machen. Ich hasse das Gefeilsche um einen besseren Preis. Aber als Zeichen meines guten Willens zahle ich dir 100 Goldstücke, wenn du für mich arbeitest. Haben wir eine Abmachung? Was soll ich für dich machen, komm? Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich habe die doch schon längst erledigt. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll. Und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Bilgot? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Wie ist die Moral deiner Männer? Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch. Habe ich die nicht schon längst erledigt? Sträfling. Sträfling. Bilgot. Was weißt du über die Snapper? Was weißt du über die Snapper? Warum willst du das wissen? Und erzähl mir nicht, du bist nur neugierig. Ich bin nur neugierig. Das ist Wahnsinn. Ich habe sie beobachtet. Das sind blutrünstige Bestien. Dann sag mir, was du über sie weißt. Ich könnte dir schon helfen, aber nur unter einem... Oh, komm schon! Was willst du? Wenn du es schaffst, die Snapper zu töten, dann musst du mich hier rausbringen. Ich halte das hier nicht länger aus. Hast du schon mal Fett gesprochen? Der Typ ist fertig. Und ich will nicht so wie er werden. Komm. Erzähl mir, was du weißt. Dann hole ich dich hier raus. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Also pass auf. Ich habe die Snapper schon eine ganze Weile beobachtet. Sie sind sehr gerissen und haben eine Art Verständigung. Sie gehen niemals alleine und greifen nur in Rudeln an.
Aber da ist noch etwas. Unter ihnen ist eine Echse, die ist anders. Sie tritt selten in Erscheinung, aber ich habe sie gesehen. Die anderen Viecher erniedrigen sich vor ihr, wenn sie vorbeigeht. Aber halten Sie dabei immer im Blick. Keine Echse in Ihrer Nähe bewegt sich, wenn sie sich nicht bewegt. Wo finde ich dieses Mistvieh? Ich habe es beim Aufgang zu dem alten Wachturm gesehen. Gut, ich denke, ich habe verstanden. Danke. Denk dran. Du hast mir dein Wort gegeben. Okay, was ist das jetzt für eine besondere Echse? Jagan? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Kundschafter. Ich ziehe durch die Gegend. Aber die ganzen Snapper haben es mir nicht einfach gemacht. Ist eine gute Zeit, um sich ein paar Trophäen an Land zu ziehen. Vorausgesetzt, man versteht was davon. Was muss ich hier über die Gegend wissen? Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Okay. Wer ist denn das, Tengron? Da drin gibt es auch noch ein paar, aber ich glaube, ich gehe da lieber nicht rein. Hier haben wir auch schon wieder ein paar Tote. Ich speichere mal. Vorsichtshalber. So, zum Turm. In Richtung Turm. Da waren ein paar Snapper. So. Also anscheinend haben die sich gerespawnt. Oh, es ist wieder dunkel. Aber okay, wir gehen jetzt auf Snapperjagd. Da liegt was. Eine Spruchrolle. War jetzt wirklich nur dieser eine Snapper, der noch übrig geblieben war? Oder der gerespawnt ist oder so? Hier hatten wir Diego gefunden gehabt. Hier waren ja alle tot. Schau noch mal. Ah, warte mal. Hier war doch dieser eine Steingolem, gegen den wir noch nicht ankamen. Da. Aber ich glaube, es war jetzt wirklich nur dieser eine Snapper, der jetzt noch übrig geblieben ist. Quatsch ich mal mit dem einen anderen Dude. So, erstmal hier wieder durch die Dunkelheit. Wo ist denn die Fackel? Fackel, Fackel, da. Können wir zumindest ein bisschen wieder was sehen. Und danach teleportieren wir uns zur Burg. Gut, dass wir den Stein da in dieser Rune eingesammelt haben. So, aber das war jetzt wirklich nur dieser eine Snapper. So, Freiheit. Die Befreiung von Gunn, die Schiffer und Erz. Der Paladin Percival kann mich über Schiffe versorgen. Ich sollte 3 Schifftrupps aufsuchen und herausfinden, wie viel Erze gibt. Ah, Snapperjagd hier. Bilgot hat mir von einem Rudelführer das Snapper berichtet. Er hält sich am Aufgang zum alten Wachturm auf. Payev hat mich beauftragt, die Snapper zu jagen, die seit Tagen um das Lager streiten. Am alten Wachturm. Wo oder was ist denn hier jetzt der alte Wachturm?
Das ist ja unten Xardas Turm. Muss ich dann hier in die Richtung gehen? Oder da oben? Das sieht auch aus wie ein Wachturm. Ich höre hier was. Nochmal speichern, dann erledigen wir den. Alter, die Kinder, die schreien draußen auf jeden Fall. Wie komme ich da hoch? Bitte lass es kein Drachensnapper sein, der hier oben ist. Wie kommt man da überhaupt hoch? Gibt es hier überhaupt einen Weg nach oben? Müsste es eigentlich geben. Hier. So, na, du? Das ist der Rudelführer. Ich geh trotzdem mal rein. Ein Trank. Nice. Und nochmal 50 Goldstücke. Feldknöterich. Okay, haben wir erledigt. War jetzt wirklich nur der? Okay, dann eben zu dem da runter. Wenn es nur der war und der andere, der da unten rumgelungert hatte, dann haben wir schon erledigt. Hey, du. Ich habe den Rudelführer erlegt. Ich habe den Rudelführer erlegt. Gut. Ohne Anführer sind sie nur halb so gefährlich. Ich denke, jetzt werden sie uns nicht mehr angreifen. Hier ist dein Gold, wie abgemacht. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Mit ihm da klären wir das ein andermal. Ihn jetzt hier auch noch rauszufördern, wäre ein bisschen schwierig. Teleport zur Burg. So. So, und wieder weg damit. Dann reden wir jetzt mit Garond. Ich hab mir das schon gedacht. Ich hab was anderes gehört. So. Und hier rein. Hier ist ein heftiger Windzug. Vom Kochtopf. Garond, ich hab Neues. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So, 2 Kisten? Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Was erwartest du? Wie ist die Situation? Jetzt fehlen mir nur noch die Nachrichten über die letzte Schürfstelle. Und ich hoffe, es werden gute sein. Da sind aber alle tot. Die sind da hinten alle... Warte mal. Da im Norden. Die sind alle tot. Durch die Orks. Die sind da hinten jetzt tot, wirklich. Also da können wir nichts mehr machen. Ich mach mal das. Okay, ich muss vorher was für die Mana essen.
nicht Leben, sondern gehe ich hier Mana. So. Hier. Und dann den hier wieder weg. Ach, hier oben sind wir. Okay. Ja, aber wie machen wir das dann jetzt, wenn der eine Dude da tot ist? Ich habe keinen Plan, keinen Schimmer. Ich speichere vielleicht hier nochmal. Ich gucke mal, ob wir schon stark genug sind gegen die Drachensnapper. Wir haben ja hier einen irgendwo. Nee. Wir werden jetzt drauf gehen. Ja. Drachensnapper schaffen wir immer noch nicht. Ich hoffe, da hinten ist zumindest irgendwer wieder vielleicht gerespawnt von den Leuten. Das wäre schön. Ansonsten haben wir ein Problem. Beziehungsweise vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Dann mache ich diese Folge ein kleines bisschen kürzer. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.